Verblute. Ja, ja, ja. Ach, verbluten. Du hast noch so viel Energie. Sogar die Zombies um mich rum, die spawnen schon. Hey, da drüben liegt eine Granate. Geil. Moment, Moment. Wow, 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 wow. Ey, die werden ja immer schlimmer. Hier. Danke. Und was hast du für eine Granate gesehen? Ganz normale, ich hab sie. Die, die wir suchen. Rage-Modus. So, wo geht's hin? Hier oben, 203 Meter. Nimm mal hier ein Fahrzeug oder so. Ich spawne eins. Na, ich gehe selber hin. Du weißt doch gar nicht, welches. Nein, nein, wir nehmen das Partymobil. Nein, nimm doch den doch, richtigen. Doch, viel geiler, nein. Komm doch rein. Nö. Ey, du bist so ein Langweiler. Spring rein. Ja, mache ich. Party hard. Woo! Zombies! Wer ist der König? Was passiert? Oh, wie geil! Da fliegen Zombies hoch, ganz viele. Hier drüben ist der Müll, geh mal hin. Ist eher so dein Ding. Schießt ihn auf jeden Fall schon mal kaputt, Bro. Was regnet es hier? Ampeln? Bienenmann. Abflug. Und? Gefunden? Noch nicht. Ich prügel's windelweich. Beeil dich mal. Denn immerhin wollen wir noch Diego retten. Sieht nicht gut aus. Muss noch mal laufen geben. Ist nichts drin. Ach nee. Dann komm mal mit hier. Los! Wie er da hinten drauf geht, sieht ziemlich cool aus. Jetzt wird erst noch hochgezogen. Okay, wir hätten die Granate für Twain. Fahr zu Diego. Fahr zu Diego. Wieso? Zeit. Wieso Zeit? Damit wir die Mission noch machen können in dem Part. Aber wir sind so nah dran. Dokumente und Twain. Ja, die laufen uns ja nicht weg. Finger weg! Alles klar, Diego finden wir irgendwo hier drin. Im Museum? Im Museum. Hallo? Hallo. Diego im Museum. Oh, hier laufen hier werden Zombies ausgestellt. Warte mal hier auf mich. Gibt's hier irgendwas Geiles? Ja. Den berühmten Schlechter. Wow. Verdammt! Ich habe einen Bauplan. Moment. Oh, wie geil. Axtwerfer. Ich habe auch einen Bauplan gehabt. Das ist meine Waffe. Gerettet. Moment, ich will das Ding hier mal zusammenbauen. Brauchst du dafür noch? Harpune. Hab was? Ich. Hab beides. Moment. Wo bist du? Wo ist Diego? Oh, warte. Was ist denn da los? Ich bin hier hinter dir. Flucht! Entferne mich nicht unerlaubt! Niemals! Im Ernst, Mann! Wir müssen von hier verschwinden! Siehst du Diego irgendwo? Nee, keine Ahnung, aber der dreht so ein bisschen durch. Wieso verliere ich so extrem viel HP? Ich bin gleich wieder down. Keine Ahnung, ich bin auch beinahe down. Und ich habe nichts zu essen dabei, du? Nein. Hier liegen Granaten. Ja, geil. Ah, hier drüben. Mais. Nee, irgendwas anderes. Alles für mich. Immer schon reinziehen, den ganzen Shit.
Nimm mal hier so eine Biene mit, immer gut. Ich würde gerne wissen, was wir machen müssen. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich da drüben rein und Diego retten. Hier rein. Hab ihn gefunden, bei mir. Ach, du hast Diego? Ja, auf jeden Fall das, wo wir hin müssen, habe ich gefunden. Muss warte, ich komm. Muss ich ja. Was machst du da? Ach, hier hin. Plopp. Diego! Du musst damit aufhören. Diego! Bitte, Mann! Diego! Hör zu, bitte, wir müssen hier raus. Wir haben keine Zeit für sowas. Unbekannte Lebensformen voraus. Keine Kohlenstoffspuren. Geht bald eine Bombe hoch. Wir müssen hier weg. Verstanden. Lebensformen werden liquidiert und organische Überreste zur Analyse zum Schiff gebracht. Nein. Diego! Nein! Nein! Fragwürdige chemische Zusammensetzung. Tja, Diego ist dein Freund. Diego, dann schieße ich mit Pucks darunter. Chuego! Chuego? Ich hab ihn getroffen mit einer Biene. Hey, er ist unten. Wo ist er? Hier drüben. Wow. Hey, der hat zwei Balken. Wow, wow. Das ist ja extrem. Er brennt hier rum. Ja, das ist mies, weil ich immer noch nicht viel HP habe. Dann nimm doch hier mal so einen Apfel oder so. Oder hier so ein paar Pillen. Guck mal hier. Muskelzeug. Muskelzeug. Präparate und so ein Scheiß. Musst du rufen. Ruf es ihm zu. Du bist verrückt. Hat's funktioniert? Nee. Starker Sinkflug. Aspirin hier drüben. Da ist, er ist wieder unten, er ist unten, er ist unten. Warte, ich brauch Pillen. Boah, eben gerade mit den Flammen. Was hat reingehauen? Die Störung tut mir leid. Die Störung tut mir leid. Ach, dieser Dick. So eine richtige Sau irgendwie. Was ist das? Ein Bombenprügel? Ja, den hatte ich, den Bombenprügel. Aber nimm ihn mal mit, der sollte noch gehen. Hast du ihn genommen? Ich will ja mal gut verdroschen. Gib ihm eine Bienenkönigin. Warte mal, hier ist noch eine Flinte. Ja, er ist gerade am Boden. Ich hab die Flinte. Hol ihn mal. Hier, schön mit der Flinte rein. Ich habe eine Bienenkönigin in den Kopf geworfen. Hat's funktioniert? Ich weiß es nicht. Hier mit der Flinte, das zieht. Ich prügel auch gerade, fliegt auf ihn ein. Apfel und Ei hätte ich nochmal gern. Hab ihn getroffen. Oh, er ist mies abgestürzt. Oh, das ganz hart. Schön hier, der Rücken. Oh, hier drüben, man kann irgendwas tun. Nein, er ist wieder weg. Ah, man hätte ihn dann packen können, ja, bestimmt. Ja, ja, man hätte ihn eben gerade. Das kann man aber jetzt immer wieder, glaube ich, wenn er am Boden fällt. Ah, hier drüben. Halt ihn im Lock. Ah. Geh ran. Er ist schon weg am Fliegen hier wieder. Schieß ihn nochmal runter. Ich habe keine Munition mehr. Moment, ich habe noch den Axtwerfer. Jetzt. Wo ich denn? Ich hab ihn. Ich tackle ihn. Tackle ihn. Schlag auf ihn. Ich habe ihn noch geaxtet. Und da haut er nochmal ab. Ein Balken ist gleich weg. Oh. Boah, der Zombie hier, der will's wissen. Beinahe down. Beinahe down? Erster Balken, Bro. Ah, Optimismus. Axtwerfer, zack, hier, Schlitz. Hör auf, mich anzugreifen. Ja. Ich habe einen Puck an den Kopf geschlagen. Richtig schön. Ich will auch mal ran. Ja. Oh, beide daneben. Ah, da oh, wenn du nicht kannst. Du musst nicht was. Hab ihn doch, ich hab ihn doch. Natürlich, dich. Nein. Los damit. Was soll denn das? Er hatte dich. Weil du mich geschubst hast. Und immer drängeln musst. Ich gehe mit dem. Boah, hast du gesehen? Ich hab ihm voll die Axt gegen das Gesicht. Da ist er sauer. Er will die mir sabotieren. Was macht oh, shit! Die Tiere sind jetzt weiter unten. Das Flugzeug dreht sich. Hol ihn doch da oben weg. Guck doch mal lieber, was hier unten abgeht, Mann. Alter Dinos.
Die Titanic! Hinter dem Felsen ist man sicher. Ja, die machen ziemlich Damage. Ja, hinter dem Felsen ist man sicher, Mann. Wo ist er denn? Er macht gerade andere Richtung. Ne, er zieht nochmal hoch. Ich kann ihn nicht treffen da oben. Ich komme da oben auch nicht hin. Jetzt ist er ein bisschen tiefer. Noch eine Welle? Hook kommt. Moment, ich muss erstmal hier pillen oder sowas. Ich bin beinahe down. Ich glaube, ich bin tot. Mich hat's erwischt. Ich bin noch am Leben, aber mini. Okay, warte, warte. Ich hab nichts zu essen. Ja, ich suche. Oh, hier drüben. Ich glaube, ich habe irgendwas gefunden. Eine Keule. Komm zu dir. Warte, ich muss mich erstärken und dich retten. Oh, shit. No. Oh, ich bin noch am Leben. Der Stein direkt hinter meinem Rücken vorbeigezogen. Halt durch, Dick. Nimm. Los? Ich habe nur 2 Punkte. Gib mir was. Okay. Ich habe einen Kaffee oder sowas gefunden da hinten. Ist das Kaffee, was er da trinkt? Alles klar, ich bin wieder im Rennen. Ich bin wieder im Rennen. Jetzt ist er gerade Ach, dann haut er wieder ab. Wo will er hin? Zum Wal. Achtung, er hat irgendwas vor. Wo ist er denn? Hier unten jetzt. Fuck. Da gab's. Queen, Königin. Ich brauch die Königin. Nein. Er fliegt in die Mitte, glaube ich, wieder. Ich glaube, er wird nochmal drehen. Nee, er macht irgendwas anderes. Speerwurf. Ist er vom Himmel gefallen? Nee, er ist wieder da oben. Ich hab ihn da oben. Jetzt, ich geh ran, aus dem Weg. Diesmal geh ich ran. Halt still! Ich hab ihn. Ich würg ihn. Ich schieß noch auf ihn drauf, wenn er am Boden. Das geht! Hast du geboren? Das macht richtig Damage, der Revolver. Nochmal. Ich direkt nochmal, weil er so viel Damage macht. Yo, drauf! Gar nicht gut. Nein, noch einen Punkt. Hier, ein Revolver liegt hier sogar nochmal. Der ist ja richtig krass. Nein, Pistole? Harpune hier drüben. Nimm mal die Harpune. Nein, Revolver. Das ist der Shit. Der ist wieder irgendwo da oben. Aber den kann man doch da sicher treffen jetzt. Ja, man kann irgendwie schon, aber... Ich hab ihn. Sehr geil. Ja. Diego! Pachamama! Tut mir leid, dass ich das tun musste. Bitte, steh auf! Oh Mann, Nick! Was hast du da gerade gesagt? Pachamama? Pachamama. Meine Mutter hat das immer zu mir gesagt. Das Einzige, was sie noch von meiner Kindheit weiß. Ich hab das schon mal gehört. Nick! Ich muss dir was zeigen! Komm her! Komm schon! Ich hab hier drin was gesehen, das mir Angst macht. Wirklich eine Scheißangst. Komm. Den Kerl kenne ich doch. Kalito Keys? Ja. Das war der Verursacher vom Ausbruch 2006 in Willamette. Seine Schwester Isabella half ihm. Sie holten den Parasit aus Zentralamerika. Was ist mit ihm passiert? Hä? Er ist tot, schätze ich. Und sie ist danach verschwunden. Dabei sollten sie diesen Scheiß nach Fortune City doch unter Kontrolle haben. Ich dachte, mit den Zomrex-Chips tanzt keiner mehr aus der Reihe. Sieh mal hier. Hä? Siehst du das? Das macht mir eine Scheißangst, Mann. Dieser Zombie soll den Smithville-Ausbruch im Jahr 2007 begonnen haben. Das war der erste Ausbruch nach Willamette. Sieh dir seinen Hals an. Nein, Scheiße, Mann! Was bedeutet das? Ich weiß es nicht! So ein Mist! Scheiße. Okay, wir müssen uns erst auf die lösbaren Probleme konzentrieren, ja? Wir hauen ab und finden dann raus, was vor sich geht. Du hast den Schlüssel, richtig? Scheiße! Diese Gangtypen haben mich ausgeraubt. Ich war so fertig. Sie haben den Flugzeugschlüssel. Nick, holen wir ihn zurück. Was gibt's, Mann? Nichts, Mann. Nichts. Alles gut. Suchen wir die Schlüssel. Jetzt. Okay, wie konnte der sich so schnell umziehen? So schnell geht das. Hast du gespeichert?
Moment, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie immer, danke fürs Zusehen und tschüss! Tschüss!